Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077 hier bei Heisenberg zockt. So, wir müssten eigentlich zu Takemura, aber ich möchte auch mal schnell gucken, was hier ist. Patrouille, Patrouille, hier liegt irgendwie eine Leiche. Oh, war sogar ein Streifenpolizist. Sollen wir da mal... Wenn ich jetzt hier wieder durchgehe, kommt wieder die böse Frau. Ich kenn's doch. Oder die andere am Hals, die man nicht tot kriegt. Chumba, bin ich Chumba? Oh, die werden hier schon leicht aggressiv. Ja, aber irgendwas... wie soll ich sagen? Das ist ja nicht hier, weil da nichts ist. Also irgendwas muss ja hier sein. Dann mal schnell gucken, ob ich vielleicht hier was machen kann. Nein, nein, nein. Ablenkungsmanöver. Ja, wozu? Das ist dann natürlich die Frage. Was sollen wir hier machen, was uns was bringen würde? Ja, sind alles Sachen, wo wir Ablenkungsmanöver machen können. Aber, sagen wir es mal testen. Ich teste mal. Okay. Vorteile. Aha, wir haben eine Belohnung gekriegt dafür, dass wir hier Käse gemacht haben. Sehr schön. Gucken wir mal. Blub, haben wir das? Und das geht wahrscheinlich nicht. Nein, da haben wir keine Punkte mehr. Level 5. Konstitution, Vernichtung. Oh, da fällt mir ein, was wir auch noch machen müssen. Ne, geht natürlich nicht. Mal unseren Mumpitz hier loswerden. Wir haben die ganzen Taschen voll mit Sachen, die wir nicht brauchen. Jetzt ist halt die Frage, wo ist hier der Mumpitz-Verkäufer? Ne, Käufer. Er hier? Hier ist zu. Doch nicht? Hat ein bisschen Ärger? Hat jemand eine Frage gestellt? Wo war das denn jetzt? 10 Meter. Ja, hier müssen wir dann rein. Das ist mir klar. Wem haben wir geantwortet? Oh, hallo. Hallo? Nein? Ach, er hier. Okay. So leicht lässt Night City einen nicht gehen. Wie so eine Beziehung mit Hauen und so, stimmt's? Ja. Mal, ich könnte eine Finanzspritze gebrauchen. Willst du meine neue Ausrüstung sehen? Ich würde dir gerne meinen Mumpitz verkaufen. Ich guck mal schnell. Zeig mal her. Zeig mal her. Aha, jetzt. Können wir hier auch was verkaufen oder nur einkaufen? Weil wir haben eigentlich genug von den Sachen. Vielleicht jetzt nicht genau von dem, was er hier anbietet, aber ansonsten... Nee, das bringt nichts. Gehen heute raus und schauen mal weiter. Ich könnte natürlich auch ganz einfach mal auf die Map gucken. Gibt es hier irgendwie sowas wie einen Schrotthändler? Ich glaube, dort, wo wir wohnen, da war doch ziemlich in der Nähe etwas, wo wir die Sachen verkaufen könnten. Ich meine, ich könnte das Zeug auch wegschmeißen, aber das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Nee. Okay, gut, dann nehmen wir es mit. Ich würde sagen, wir treffen uns mit Takemura. Das wäre dann hier rein. Einmal Lift fahren, bitteschön. Geht das automatisch oder gibt es ja noch ein Knöpfchen? Da haben wir ein Knöpfchen. Sag mal, was bringen die hier im Fernsehen? Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Wallace. Ja, schon nett gemacht. Da sehen wir nichts. Hier sehen wir auch nichts. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Ja, das wird's gewesen sein. Die verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen, Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute betrauern wir den plötzlichen Verlust. Na? Ach, hier geht's raus. Hier, können wir hier was verkaufen? Nein, nicht wirklich. Ja, schauen wir uns mal weiter um. Da unten haben wir einen Polizisten. Aha. Ja, einfach Patrouille. Wenn ich rangehe. Hola. Hola? Kann ich irgendwie helfen? Nee. Warum hat der so eine Markierung da oben? Weil ich den scannen kann?
Das bringt ja dann irgendwie nicht viel. Naja, wir gehen weiter. Wir schauen mal. 125 Meter, das wäre bald schon wieder etwas für ein Fahrzeug. Wir rufen mal unseres, mal gucken, wo es daherkommt. Sonst müsste ich eins mopsen. Ja, wo steht's denn jetzt? Ich habe V gedrückt, dann müsste das Fahrzeug doch eigentlich kommen. Oder dauert das halt ein Momentchen? Oder steht's dann irgendwo anders? Das sind wieder Fragen. Fragen über Fragen. Ich sehe unser Fahrzeug nicht. Naja gut, wir laufen mal. So weit ist es ja nicht. Dann können wir auch die Stadt noch mal ein bisschen erkunden. Boah! Okay. Man, ja, liebe Kinder. Wie heißt es so schön? Sehen, hören, laufen? Irgendwie sowas. Ich wurde gerade auf dem Zebrastreifen überfahren. Was ist denn das für eine Stadt? Oh, das ist aber nett. Guck mal. Hier wird auf den Boden Fahrzeuge kaufen. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Noch eine, okay? Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine relativ coole Erfindung, dass das im Boden drin hier ist. Wait Walk. Ich bin halt wahrscheinlich gelaufen, als Wait stand, weil ich mir nicht gewohnt bin, dass der Boden sozusagen mit mir spricht. Das ist eine sehr interessante Stadt und eine imposante Stadt. Ja, wir laufen falsch. Nee, ich laufe richtig. Evita spielt in einer ganz anderen Liga. Wow. Hört sie nicht. Ja, die Zukunft. Eieiei. Was sehe ich denn dort? Ist das irgendwie so eine Art Hochschienen-Magnetschwebe? Ja, ja. Komme ich da irgendwo hin? Da würde ich gerne mal mitfahren, wenn ich das kann. Es ist wirklich ganz krass. Also, es ist einfach gut gemacht. Und ich mag halt dieses Setting. Sonst würde ich das Spiel schon lange nicht mehr spielen, muss ich sagen. Weil ich hatte zu Beginn wirklich gar keinen Spaß dran. Das war mir irgendwie alles zu mühsam. Jetzt habe ich immer noch Mühe mit den Menüs, also mit diesem Inventar etc. Das ist aber viel zu überfrachtet. Man findet nicht, was man sucht. Unter der Hand, okay. Kann ich hier? Ich habe die Kohle. Ja, der Stealth nichts sagt. Ich meine, ich dringe hier in seinen Laden ein. Scheint ihm egal zu sein. Gut, weiter geht's. 20 Meter haben wir noch. Aha, ab in die Kneipe. Bitte. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Du stellst ganz schön viele Fragen. Und du gibst mir viele interessante Antworten. Vielleicht solltest auch du mal was Interessantes sagen. Ich habe vor, Yorinobu Arasaka für sein Verbrechen zu bestrafen. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Hey, warte. Ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand.
Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Also was? Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Gute Idee. Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Mhm. Okay, Fernsehen gucken. Nun, Hanako-sama, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Eben. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Ja, wir wollen keinen Ärger hier, das bringt's nicht. Gelle? Das letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung, ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer.
Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Okay. Na dann. Cooler Bierdeckel, by the way. Wenn du ihn tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit dem zu begleichen. Okay. Oh. Aha. Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Und da ist er weg. Aha. Ruf Judy an. Optional. Neue Nachricht. Die beste Waffe gegen den... Ja, das wollen wir uns da mal kurz ansehen. Was haben wir denn? Zuerst kommt der große Realitätscheck, wenn du Geld... Die beste Waffe gegen den Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Okay. Ja, ist ja schön. Schön, wenn wir das wissen. Wir haben immer noch unseren Krempel mit dabei. Den sind wir immer noch nicht los. Mission abgeschlossen. Playing for time. Ruf Judy an. Optional. Finde Evelyn in der Lizzie's Bar. Ja, ruf Judy an. Das könnten wir mal machen. Judy, da haben wir sie. Die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Julie, ich hab nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Was? Zurück! Können wir uns treffen? Ja, ja, ich trete. Bitte. Bist du im Lizzie's? Aha, da hat sie aufgehängt. Okay, trifft sich mit Judy, da hat's gewechselt. Und das wäre dann im Lizzie's wahrscheinlich. Okay, da düsen wir natürlich mal hin. 400 Meter. Nee, geht nicht. Ich versuch's mal nochmal mit unserem Fahrzeug. Das war schon V. Fahrzeug rufen. Doch, doch. Nochmal V. Steht ja unten links eigentlich. Das Rot ist entweder, wir können's gerade nicht, das glaube ich nicht. Oder es ist wahrscheinlich gerade im Auftrag. Auto! Plötze auf vier Rädern! Ich bräuchte dich. Oder kann ich das im Moment nicht machen? Aber dann aus welchem Grund? Weil rot ist es da unten links. Das ist tatsächlich so. Ja, wisst ihr was? Nicht überfahren, bitteschön. Ich hätte da mal eine Frage.
Eine ganz kurze. Ja, echt jetzt! Schon wieder! Voll ins Knie! Oh, blöder Kerl. Und die Polizei guckt zu. Tschüss. Entschuldigung. Müsste mal. Dankeschön. So. Wir haben immer noch keine Hupe. Halt, ich muss hier links. So, gib ihm. Oben haben wir den Radar. Das heißt, ungefähr weiß ich, wo ich hin muss. Oh. Düt. Ich mache halt selber die Hupe. Ich meine, wenn das Spiel mir keine Hupe gibt, kann ich die nicht mal umfahren, die Sachen. Wir müssen reden, bitte geh ran. Okay. Sorry, bin gerade beschäftigt. Ich ruf dich zurück. Wer war das überhaupt? Ruf Mama Wels an. Haben wir jetzt plötzlich? Echt jetzt? Jetzt muss ich wieder noch irgendwie Mama Wels anrufen? Ja, jetzt ist natürlich die Markierung weg. Schön, dass du anrufst. Gerne. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Nicht seit Jackies Tod. Ich wollte dir mein Beileid aussprechen. Mein Beileid aussprechen? Jesu Christopi, du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Chiquito. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Ich versuche hinzukommen. Dann versuch's. Ja. Bis dann. Gut, dann können wir da einsteigen. Jetzt müssen wir uns plötzlich mit Mama Wels im El Coyote treffen. Okay, das ist wahrscheinlich eine Nebenmission. Jetzt kommen die doch auch langsam. Sehr schön. Wir öffnen mal kurz Kollege Journal. Dann hätten wir hier... Ja, das ist immer noch viel zu viel. Heroes, das ist das hier. Ja. Okay, das haben wir geladen sozusagen. Triff dich mit Judy. Begib dich zum Afterlife. Das ist die Hauptmission, das ist die Nebenmission. Dann würde ich sagen, ganz klar, jetzt machen wir mal so eine Nebenmission. Ich habe, wie gesagt, schon sehr oft gehört, eben, dass diese Nebenmissionen genial sein sollen. Das würde ich dann gerne mal wirklich mit eigenen Augen sehen. 2,1 Kilometer sind das, die werden wir machen. Die machen wir aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Hoffentlich ein bisschen gefallen. Und morgen geht's zu Mama Wels. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Tschüss.